Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde der Planet Crafter. Wir wollen heute Tiere generieren. Wir möchten eine Tierverteilrakete starten. Wir möchten den DNA-Synthesizer bauen. Damit können wir aus unseren DNA-Sequenzen, die wir schon produziert haben, Tiere herstellen. Und wenn alles gut läuft, schalten wir auch noch den Tierunterstand frei, sodass wir die Tiere auch in die Wildnis oder in die freie Wildbahn hinauslassen können. Das ist grob gesagt der Plan für heute. Und dann geht's schon los. Ich habe ein bisschen Material schon eingepackt. Als erstes natürlich für die Tierverteilerrakete. Denn mit der würde ich sagen, starten wir. Ansonsten hat sich offscreen gar nicht so viel getan. Ich habe ein bisschen Material zusammengesammelt, habe noch an der einen oder anderen Stelle Bäume gepflanzt. Wir haben also, man sieht es oben rechts, richtig viel Produktion von Terraforming-Indexpunkten in allen möglichen Bereichen. Ja, haben wir gemacht. Ich habe auch einen Optimierer für Sauerstoff und Pflanzen irgendwo da unten mit dazwischen gepackt. Ihr seht jetzt auch, da unten der Wald mit den roten Bäumen ist jetzt richtig schön groß. Das haben wir ersetzt durch einen Stufe 3 Verteiler. Gut, starten wir mal. Die Tierstreuerrakete. Na, super. Da war ja noch was, genau. Ihr habt es gesehen, die brauchen eine ganze Menge Material. Und etwas, was ich auch offscreen festgestellt habe oder gelernt habe. Mir wird ja hier immer angezeigt, was tatsächlich, wenn ich die entsprechende Zutat hier reinpacke in den DNS-Manipulator, was dann tatsächlich rauskommt. Zumindest erstmal welcher Typ. Na, das ist also Biolumineszenz. Hier würde ein Gen für die Größe rauskommen, für die Farbe B und so weiter. Hier ist Farbe A. Und da kann man sich dann relativ gut tatsächlich gezielt darum kümmern, dass man die entsprechenden DNA-Sequenzen hat, die man dann wiederum hier drüben in dem DNS-Manipulator zusammenstellen kann. Die drei sind Pflicht, die anderen sind optional. Und damit kann man dann entsprechend Gene züchten. Ich habe ja schon drei Kreaturgene verschiedenster Art gezüchtet. Das schauen wir uns an. Und jetzt brauchen wir für die DNA, ne, für die Tierstreuerrakete, brauchen wir ja auch wieder genetische Merkmale. Und da habe ich mir gedacht, was haben wir im Überfluss? Natürlich Pflanzen. Und dann extrahieren wir die einfach mal. Jetzt müssten dreimal die gleichen Gene rauskommen. Genau, da ist es auch so. Und wir brauchen aber insgesamt 6 Stück. Das heißt, wir packen uns hier noch 3 dazu. Und dann haben wir die. Die gelben haben wir auch schon relativ häufig, hätten wir auch nehmen können. Egal. Aber ich wollte euch das noch erklären, damit ihr auch seht, wie das so funktioniert. Ja, also jetzt Tierverteilrakete. Damit wollen wir starten. Die anderen Zutaten habe ich schon zusammengesammelt. Mal gucken, wie sie aussieht. Oh, schön. Dann sind es ja wirklich fliegende Fische, wenn wir die jetzt in den Orbit schießen, die armen Viecher. Was machen die wohl da oben? Werden die dann über den Planeten verstreut und hoffen, dass sie im Wasser landen? Ach, was hat man sich nur dabei gedacht? Ja, es sieht wahnsinnig schick aus, das gebe ich ja zu, aber im Großen und Ganzen auch eine ziemlich absurde Vorstellung. Ich mache mal kurz einen Screenshot, okay. Ja. Gut, schauen wir mal, was passiert, ob es gleich geröstete Fische regnet. Könnt ihr überhaupt in der Schwerelosigkeit im All, funktioniert das überhaupt dann mit dem Wasser? Da gibt es ja dann kein Oben und kein Unten, woher wissen die, wo die hinschwimmen müssen? Das ist eine interessante Frage und bestimmt gibt es auch Wissenschaftler, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Ja, da geht sie in den Orbit. Wir schauen uns mal das Ergebnis gleich mit an. Wir sehen Tierstreurakete, 1750% Tiermultiplikator. Und dann sieht man es auch hier. Da geht ordentlich was los. Da sind wir jetzt bei knapp 600 Kilogramm pro Sekunde. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den Pflanzen oder zu den Insekten, wo wir ja schon, ja, was haben wir da oben? Schwer zu erkennen, 2,3 Tonnen bei den Pflanzen und 2,7 Tonnen bei den Insekten.
Dagegen sind die 600 Kilogramm bei den Tieren ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es geht fleißig vorwärts und wir sind auch gar nicht mehr so weit weg von der Terraforming-Stufe Säugetiere. Drüben sieht man auch noch der Sauerstoff, das rasselt nach oben, weil natürlich auch alles, was wir gebaut haben, jetzt die ganzen Schmetterlingsfarmen, die ganzen Pflanzeneinrichtungen, also die Baumverteiler, die Blumenstreuer, die produzieren ja alle nebenbei auch Sauerstoff und dann ja, geht das richtig nach oben. Gut, wir haben noch ein zweites Projekt, nämlich den, hier ist er, den genetischen Synthesizer. Und wo passt der besser hin als in unserem Biolabor? Den haben wir doch schon. Was rede ich denn eigentlich für Blödsinn? Was wollten wir denn wirklich bauen? Jetzt bin ich total von der Rolle. Ja, gut, da müssen wir halt nochmal ins Labor gucken. Was haben wir denn freigeschalten? Die Tierstreurakete und den Synthesizer, den hatten wir schon. Das heißt, wir können ja schon Tiere produzieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich als nächstes das Tierheim. Bügele den Affenkreaturen ein, um Tiere vorzubringen. Okay, nö, dann war das natürlich mein Fehler. Dann haben wir den Synthesizer schon. Hochinteressant. Dann können wir die DNA erst nutzen, wenn wir soweit sind. Na gut, aber das Terraforming geht ja auch richtig schnell voran, die Biomasseproduktion. Da haben wir dann bald die Strabo-Froscheier in Kürze freigeschalten. Das Jetpack dauert noch einen Moment. Und das Tierheim, das geht aber auch relativ flott. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn das Tierheim fertig ist. Jetzt ist es gleich soweit. Der Terraforming-Index ist bei 1,24. Bei 1,25 wird das Tierheim freigeschalten. Bis es soweit ist, möchte ich noch zwei kleine Sachen machen. Wir haben freigeschalten zwischenzeitlich das Jetpack Stufe 4. Das ist dieses Ding hier. Und das beschleunigt nochmal den Antrieb von 190 auf 220, also nochmal um 30 Punkte. Das wollen wir uns auf jeden Fall bauen. Damit haben wir es jetzt auch hier drin. Wir können also noch schneller durch die Gegend huscheln. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen. Wir haben ja mal in irgendeinem Wrack relativ viele von den Zugangskarten bekommen. Und diese Zugangskarten, ja, man braucht im Normalfall eine pro Wrack, damit man die Tür öffnen kann von dem Raum, wo der Tresor drin ist. Und wir, die restlichen, ja, die sind scheinbar nutzlos. Und ich habe mal probiert, was passiert, wenn man die hereinlegt. Und man kann die tatsächlich in dem Recycler zerlegen und man bekommt zwei Leiterplatten raus. Also, für alle, die das noch nie wissen und das Spiel selber spielen, ihr könnt ihr euch auch nochmal ganz gut Leiterplatten herstellen. Ihr bekommt ja, wenn ihr so einen Frack habt, wo ihr einen Schlüssel braucht, die Zugangskarten bekommt man ja in entsprechender Stückzahl hinterhergeworfen. Ja, deshalb das erstmal dazu. Gut, jetzt haben wir 1,25 Terraforming-Indexpunkte. Und jetzt sagt er uns auch, das Tierheim ist fertig. Und dann hat er uns auch gleich die nächste Terraforming-Stufe oder die aktuelle Terraforming-Stufe ist Säugetiere. Und jetzt zählt er zwar weiter nach oben, aber er schreibt nicht hin, was die nächste Stufe ist. Da müssen wir halt mal schauen. Möglicherweise ist das ja schon der letzte, weil was kommt nach Säugetieren? Der Mensch, um Himmels Willen, lieber nicht. Gut, wir haben gleich zwei Sachen freigeschalten bekommen, nämlich das Tierheim und den Futterspender. Wärme, Luftdruck, Energie, Pflanzen, Insekten und Tiere, das läuft. Und der Futterspender für Tiere braucht bloß ein bisschen Energie. Passt soweit. Und dann die Extraktionsplattform, das wird dann der krönende Abschluss werden. Gut. Schauen wir uns an, dass wir das Ding bauen können. Was brauchen wir denn dafür? Das kriegen wir alles zusammen.
Und das kriegen wir auch alles zusammen. Gut, was brauchen wir von hier? Hier brauchen wir eine Leiterplatte. Ich weiß gar nicht, wie viele Futterspender und Tierheime ich brauche. Legen Sie Futter ein, damit Tiere in der Nähe fressen können. Muss man Tierfutter irgendwie produzieren? Uiuiui. Und das wird wahrscheinlich pro Tier eine DNA sein. Schauen wir mal. Dann brauchen wir Leiterplatten. Ich habe, glaube ich, 4 DNAs. Dann brauchen wir 4x Seide. Das wird problematisch. Stürmersamen Dünger, das finden wir alles draußen. Dann müssen wir nur als erstes mal der Maschine sagen, du machst mal kurz Pause, damit diese Seidengeneratoren, hier ist schon eins drin, ja, damit die für uns die Seide produzieren können. Wasser haben wir jetzt auch, brauchen wir hierfür auch eins, gut, nehmen wir eins aus der Reserve. Dann brauchen wir Methan, habe ich gesehen, 4 Stück. Düngerstufe 2. Ach, Herr Jemine, na jetzt geht's ja los. Da haben wir Düngerstufe 1. Düngerstufe 1 braucht. Kriegen wir hin. Jetzt haben wir schon mal den Düngerstufe 1 und Düngerstufe 2 brauchen wir dann auch nochmal Methan. Eieiei. Haben wir den gerade umgestellt auf Stickstoff. So, was braucht man? Kürbisse und Algen. So, ein bisschen was habe ich natürlich auf Vorrat produziert, da geht es schon ein bisschen. Jetzt ist es Methan erstmal alle, das ist nicht so gut. Jo, eine Seide und ein Lirma-Samen, davon haben wir auch genug. Wasserung kümmern wir uns gleich. Seide. Hier mal Seide. Und wenn ein Futterspender braucht man auch Seide. Also 5x Seide. Dann kannst du jetzt weitermachen. So, für den Futterspender brauchen wir Weizen. Haben wir. Dann braucht man Honig und Biokunststoffklumpen. So, der Futterspender ist kein Problem mehr. Und das Tierheim zumindest für die ersten 2 auch nicht. Ne, ich kann bloß 1 bauen wegen der Methankartusche. Gut, da schauen wir nochmal. Hier haben wir noch ein Fischei. Ulani Fischei. Wofür hatte ich das gezüchtet? Ich hatte es, glaube ich, hierfür. Farbe B. Na gut, Farbe B hast du aber genug. Dann nehme ich das mal für meine Ausstellung. Da fehlt es mir nämlich noch. Gut, hier habe ich nochmal, hier habe ich 3 Tiere schon zusammengebaut und hier habe ich nochmal ein 4. Tier zusammengestellt. Was ich bisher noch gar nicht hatte, ist das Thema Variante. Da weiß ich nicht, wo ich es herbekomme, denn wenn man hier die ganzen Dinger durchgeht, da gibt es nichts, was Varianten bringt. Das habe ich mir also angeguckt, gibt es keinen Rohstoff. Das heißt, entweder ist das noch nicht richtig implementiert oder man findet das durch Zufall tatsächlich in irgendwelchen Wracks, wenn man durchs Portal geht. Ja, wie auch immer, ich habe keine. Deshalb nochmal ein Tier zusammengebaut. Haben wir jetzt 4 Tiere. Gut.
Da haben wir noch mal Methan. Und jetzt brauchen wir noch ein hübsches Fleckchen, wo wir uns die Tiere hinstellen. Haben wir alles ganz schön zugemüllt hier. Wollen wir die einfach mitten auf die Blumenwiese stellen, zwischen die Bienen und die Schmetterlinge. Und da haben wir noch eine Ecke, wo sie besser zur Wirkung kommen. Dann habe ich die Optimierer. Hier kommen die Froschfarmen in großen Mengen. Ich weiß auch gar nicht, wie das Ding dann aussieht, wie groß das ist. Aha, okay. Ein bisschen Platz brauchen die schon, ne? Ach, hier habe ich die großen Bohrer hingebaut. Nehmen wir uns mal diese kleine Ebene hier, oder? So, ein Futterspender. So sieht er aus. Und was kann man da reinlegen als Futter? Alles. Super. Zumindest kann man mit der Drohne alles rein transportieren lassen. Kriegt man raus, was die Tiere futtern wollen. Oh, da kommen die ganzen Larven auf einmal her. Legt man die Larven rein, dann können die Tiere Larven futtern. Nee, okay, das kannst du nie reinlegen. Alles klar, also so ein Zeug hier tatsächlich. Da müssen wir irgendwas produzieren. Gut. Inventar voll. Nur sowas. Jo, dann bauen wir mal ein Tierheim hier hin. Dreh es mal ein Stück. Schick. Die seltene Larve nehme ich mit. Da können wir vielleicht irgendwas Schönes draus züchten. Und dann haben wir noch ein Tierheim. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Gut, und jetzt wollen wir mal schauen, was uns das Tierheim... Hier ist der Monitor dazu. Ach, wir können sogar mehrere reinlegen in ein Tierheim. Wird man gar nicht so viele bauen brauchen. Baue ich es wieder ab. Boah. So, dann sag mal, wie siehst du aus? Wir fangen mal mit dem an. Mhm. Hast du gerade gerülpst? So, was haben wir noch? Siehst genauso aus, bloß ein bisschen anders gefärbt. Hm, schön. Schöne Geräusche. Und was bist du? Oh, du bist aber süß. Cool, was war denn das? Größe 1 und die anderen waren Größe 2. Ne, das war auch Größe 1. Spezies. Gut, und was haben wir noch? Die vierte Variante, das vierte Tier. Oh! Ja, du bist ja ein ganz ulkisches Tier. Aber hübsch. So, Frage, muss ich euch jetzt was zu essen geben, damit ihr nicht verhungert? Ich glaube, da ist mal ein Kürbis. Algen kann ich euch nie geben. Das auch nie. Gut. Du guckst ziemlich betroppelt, magst du nie essen? Ich hole mal was Richtiges für euch. Wir versuchen es mal mit Weizen. Und dann packe ich einfach die anderen Sachen, die wir noch haben, rein. Kakao werden sie aber eher nie futtern wollen. Achso, noch nicht fertig. Gut. Wollt ihr Baumrinde futtern? Man muss mal probieren, ob die Baumrinde essen. Ist gerade nichts drin. So, achso, ne, hier habe ich ja meine
Pilze, Bohnen. Noch mehr Pilze. Kürbisse sind gerade nie fertig. Habe ich aber schon drin. Erstmal selbst noch was. Können die Tiere sterben, wenn die nichts zu futtern kriegen? Muss ich die jetzt regelmäßig füttern? Ach ja, Emine. So hat man nie gewertet, dann ordnet das ja in Arbeit aus. Gut. Wobei ich das natürlich automatisch befüllen lassen kann durch die Drohne. Was fehlt jetzt hier? Auberginen haben wir keine reingetan. So. Was habt ihr hier? Ja, die Betten sehen tatsächlich sehr süß aus, sehr witzig. Ich steig mal gucken, was die letzte Spezies, was das war. Spezies 1 ist Biolumineszenz, das heißt, es leuchtet im Dunkeln. Größe 2, Hautmusterfarbe weiß. Naja, ah, stimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass es eben gar nicht so richtig klar ist. Spezies 1, Spezies 2, Spezies 3, Spezies 3. Ach, die Spezies bestimmt, wie das Ding aussieht. Ja, klar. Gut, das Ding kann ich ja stehen lassen, ist ja egal. Oh. Kann man leider nicht streicheln. Anleuchten kann man es. Schön. Schön, schön, schön. Was macht der? 139 Kilogramm Tiere. 4000%. Achso, pro Tier 1000% Tiermultiplikator. Alles klar. Insekten, Pflanzen, Luftdruck, Wärme. Siehst du, da hätten wir es irgendwo hinbauen können, wo wir einen Optimierer stehen haben. Ich habe an Pflanzen und einen Sauerstoffoptimierer. Zumindest ein Pflanzenoptimierer hätte hier was gebracht. Na ja, gut, so viel ist das dann auch nie. Ja, gut. So, was haben wir denn nun erreicht? Wir haben Tiere in allen Variationen, Säugetiere, Amphibien, Frösche. Wir haben Schmetterlinge in rauen Mengen. Wir haben Pflanzen, wir haben Bäume, wir haben Blumen. Ja, wir haben Fische. Im Prinzip müssten wir doch alles erreicht haben, was uns das Spiel bietet, oder? Die schaffe ich mal noch schnell runter. Und dann können die sich ja überlegen, was die essen wollen. Ich weiß ja nicht, ob da ein Fleischfresser dabei ist, aber ich wüsste nicht, wie ich Fleisch herstellen kann. Und es gibt keinen Bauplan. Denke ich zumindest, dass es keinen Bauplan für Tierfutter gibt. Ist mir nicht bekannt. Ja. Wie gesagt, die nächste Stufe wäre dann tatsächlich die Extraktionsplattform. Die ist allerdings noch ein Stückchen hin bei 5 Terraforming-Indexpunkten wird uns die erst erreichen. Das heißt, ich werde offscreen noch eine ganze Menge machen müssen. Mal schauen, ob ich es noch mal schaffe, noch mehr verschiedene Tiere zu züchten. Das ist ja in erster Linie eine Fleißarbeit. Und dann können wir uns das auch zusammen noch mal anschauen, wenn es dann hier weitergeht. Vielleicht finde ich auch in irgendwelchen Wracks tatsächlich mal das Thema der Varianten. So, schön, du kannst auch fressen, ohne dass du eine Futterstation hast. Schön machst du das. Ja, na, diese
Varianten, dann können wir ja noch mehr Tiere hier aussetzen. Ganz schön großes Auge für so ein kleines Tier. Na, du bist ein ganz besonders schicker, ne? Ja, und dann werden wir schauen, was uns dann als nächstes erwartet. Für heute sind wir erstmal durch. Ich verabschiede mich, bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.